Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Atlantis-Fans. Begrüßen euch hier heute in den Räumen der Koppistraße, wo ihr ja sicherlich wisst, dass wir auch hier uns damals geleistet haben, einen Pool zu integrieren bzw. ihn für euch ja, zu bauen, bereitzustellen. Und den wollen wir euch heute mal zeigen mit so ein paar entsprechenden Erläuterungen dazu. Dazu habe ich mal unseren Grafiker hierher eingeladen. Ja, also das, was er bis jetzt so viele Sachen im Internet, im Onlineshop und so weiter, sein Werk, ja, Genie und Wahnsinn liegen immer dicht beieinander, das habt ihr bestimmt schon mitgekriegt. Hallo Daniel. Hi Frank. Hallo alle. Heute mal, um auch zu testen bzw. zu sehen, was in Big Blue alles so möglich ist. Ja? Dann würde ich sagen, zeige ich dir erstmal, wo du dich umziehen kannst und dann ja, gehen wir nach oben. Ja? Jo. Das Aufnahmeteam schreitet voran. Letztendlich, du hast es schon gesehen, aber ja, die gute Luft da oben, du musst keine Flaschen schleppen. Wir haben extra eine Füllleiste oben, dass du, wenn deine Flasche mal sich geleert haben sollte, kannst du einfach ranhängen, wieder nachfüllen, ohne groß zu schleppen. Ja? Nitrox ist bei euch auch möglich, ne? Nitrox wäre auch möglich, ja. Wobei, da müssen wir schon runtergehen, da haben wir nicht extra eine Leitung nach oben. Also. So, dann lass uns mal hier ja, für das kleine Bedürfnis vor dem Tauchgang einfach die Toilette nochmal nutzen. Für das große auch. Ansonsten für dich heute, ich denke mal männlich, oder? Ich weiß nicht. Ja. So, hier hast du quasi deine Umkleidemöglichkeit mit Schrank zum Abschließen für Wertsachen, den Schlüssel einfach mitnehmen, die Dusche für danach. Ja. Von daher, selbst wenn du dein Handtuch vergessen haben solltest, liegen auch Handtücher bereit und wir haben es nicht nötig. Naja, du ein bisschen, aber ja, ja klar, das ist Genie und Wahnsinn. Ja. Ja. Also, macht euch selber ein Bild von ihm. Okay. Gut, dann lass uns nach oben gehen, beziehungsweise für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, wir haben diese drei Kanister mit entsprechenden Verbindungen in zwei Ebenen. Die Wassertiefe sind 3,20 Meter. Ja. Ist aufgrund von statischen Bedingungen damals so rausgekommen, einfach platzsparend. Da haben wir uns drei Runde. Ich glaube, der Titel, der sich aufwärmen hat, hat seinen Müll vergessen. Unglaublich. Ja. Hier haben wir die versetzte Verbindung gegenüber dem anderen Turm. Und wir haben hier drin, werdet ihr nachher noch von oben sehen, einen flachen Bereich, sodass man auch bequem mit Anfängern, mit Kindern dort die ersten Atemzüge machen können. Welche Tiefe haben wir dran? Na, 3,20 Meter insgesamt und das müssten so 1,50 Meter, 1,40 Meter sein, wo wir die Plattform drin haben. Da können auch die kleinen Mie stehen. Naja, klein und kurz, groß und. Ja. So, wir haben uns die Füße abgeputzt, die Schuhe. Ansonsten ist es immer möglich, sich die unten entsprechend auszuziehen. Und ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet. Ja. Hier wäre nachher die Möglichkeit, entsprechend die Taschen zu füllen. Mhm. Ja. Sollst du nicht selber machen, da haben wir hier einen Klingelknopf, der ist jetzt hier ein bisschen versteckt. Und dann würde der Kollege hochkommen und entsprechend deine Flasche wieder nachfüllen, wenn es notwendig ist. Du kannst ja also die auch da auch erstmal so wechseln. Genau, volle Flasche links, linke Flasche rechts. Genau. Und schön gekennzeichnet. Ja. Hier haben wir dann mal diesen flachen Bereich. Das heißt, für deine Sachen, die du nachher so vorhast, ja, wenn wir sagen, was du noch machen kannst, welche Auswahl wir haben, kannst du hier erstmal im stehtiefen Bereich für dich die ersten Atemzüge machen, vielleicht mit der vollen Gesichtsmaske und könntest dann aber auch direkt in den tiefen Bereich durchtauchen. Okay. Fragen soweit? Wie warm ist es hier mit sich? Ja. Also der Pool hat Raumtemperatur. Ja, einmal wegen Energiekosten, zum anderen auch wegen Verdunstung. Dadurch, dass es nicht wärmer ist, das Wasser, als die Luft hier, haben wir wenig Verdunstung, haben wenig Feuchtigkeit jetzt hier in der Luft. Das waren eigentlich so damals die Beweggründe, warum wir es nicht extra geheizt haben. Zumal wir den Schülern, wenn wir hier Ausbildung machen, auch dickere Anzüge geben, damit die gleich das anhaben, was sie nachher im See brauchen. Ja. Gut. Ansonsten, wie man gleich hier nicht aussieht. Kann ich kurz einfangen? Ja. Wie man gleich hier hinten auch sieht, haben wir natürlich auch schöne Mermaid-Flossen.
Das heißt, ihr könnt euch hier in Big Blue auch wirklich probieren am Mermaiding, am Freediving. Wir machen hier Kindergeburtstage mit Schnuppertauchen, mit Mermaiding. Ihr könnt bei uns Firmen-Events buchen, für spezielle Firmen feiern. Die bieten euch das Ganze mit und ohne Catering an. Das könnt ihr ganz individuell mit uns absprechen. Also hier kann man auch jede Menge Spaß haben und auch wirklich mal ein besonderes Event buchen. Ja, also das war dann dein Part, also Mermaiding und Freediving. Ja. Nein, ansonsten hätten wir hier halt letztendlich von der Länge her, über die Tiefe haben wir ja schon geredet, aber es sind so 14 Meter, die man lang tauchen kann. Aber letztendlich ist es ja entscheidend, hier mal die ersten Atemzüge zu machen in Form von Schnuppertauchen, Auffrischungskurse, Tarierungsfertigkeiten üben, das sind ja so die Grundsachen beim Tauchen überhaupt. Und von daher haben wir eigentlich mit den Möglichkeiten, die wir hier bieten, gute Voraussetzungen. Wie man auch gerade schön sieht, haben wir auch eine schöne große Filteranlage hier verbaut. Wasser ist immer schön in Bewegung. Durchaus. Ja. Gut. Also du bist ja Grafiker, du hast ja auch eigentlich nichts, deswegen wäre auch kein Problem. Wir haben alles hier, ja, von bestimmten Ausrüstern, die Regler von Scuba Pro, die Jackets von Aqualung, die Anzüge von Maris unter anderem. Also das, was man zum Tauchen braucht, man müsste rein theoretisch gar nichts mitbringen. Ja, du hast dir schon mal ein bisschen was zurechtgepackt für deine Erkundung nachher unter Wasser. Ja, wenn da Fragen sind zu den Möglichkeiten, die ihr ja habt, neben dem, was wir euch jetzt hier erzählen, wäre natürlich nachher auch möglich, oder jetzt auch parallel Fragen zu stellen, die wir im Nachhinein oder vielleicht schon zwischendurch entsprechend beantworten. Ja, Daniel, ich habe ja mal ein bisschen was vorbereitet. Ja, also dazu muss man sagen, du bist schon ausgebildeter Taucher. Ja. Von daher weißt du schon, was alles so ein bisschen auf dich auch zukommt. Genau. Wie viele Tauchgänge hast du bis jetzt? Ich würde jetzt liegen, bis zuletzt über 200. Okay. Ja. Ist ja immer so eine Sache. Von daher, hast du Lust jetzt bestimmte Jacket zu testen? Oder? Na, ich würde mich jetzt wieder von der Trainers Pro fahren. Ja, bis dato tauche ich das Aqualung 3. Das ist ja jetzt nämlich schon wieder, ne? Ja, also den Vorgänger vom Aktion. Genau, es funktioniert. Ja. Nein, aber ich weiß ja, dass es noch einiges ist, aber probiere es in einem aus. Von daher ist es ja immer eine gute Möglichkeit, hier zu testen. Auch da an euch der Hinweis: letztendlich die Sachen, ob es Regler sind, Jackets sind, ob es Computer sind. Ja? Bis hin auch vielleicht zu einer Vollgesichtsmaske. Ihr hättet die Möglichkeit zu sagen, dieses Teil da unten möchte ich gerne mal testen. Wir haben da eine Testgebühr, die im Nachhinein beim Kauf auch angerechnet werden würde. Sprecht uns an, fragt uns und von daher müsstet ihr halt nicht irgendwo blind was kaufen, sondern ihr könnt ein Jacket, wo ihr vielleicht noch nicht so hundertprozentig überzeugt seid, gerne hier im Big Blue testen und dann euch danach entscheiden, was mitnehmen oder doch vielleicht. Und ihr könnt euch natürlich in der Tauchausrüstung, in der Teil der Tauchausrüstung natürlich auch vorher einen ganzen Urlaub buchen bei uns, das ist auch gar kein Problem. Natürlich auch hier wieder vorher anrufen, ob das verfügbar ist und dann geht das, ob das klar, ne? Jo. Gut. Ja. Ich weiß nicht, hast du heute Lust, Vollgesichtsmaske zu testen? Soll ich? Ich weiß nicht, ob deine Farbe und deine Größe ist. Farbtechnisch bin ich ja da völlig flexibel, würde ich sagen. Schwarz ist immer gut genug. Ja, aber ist nicht. Hallo. Oh. Okay. Hallo. Ja. Also, wer gerne unter Wasser durch Mund und Nase atmen möchte, wer reden möchte unter Wasser, wer die Möglichkeit, so eine Vollgesichtsmaske zu testen, zu erwerben, und entsprechend dort sich natürlich auch ausbilden zu lassen. Aber vielleicht wird das mal im klassischen Beantwortung wieder. Okay. Ansonsten wäre auch die Möglichkeit, mal so einen Einführungstauchgang mit einem Maris Horizon, einem halbgeschlossenen Kreislaufgerät zu machen. Ja, das finde ich schon sehr interessant. Also gerade längere Grundzeit etc. pp. Also das ist schon eine schöne Sache. Also kann man auch jeden finden. Ich glaube, das bietest du natürlich auch auf der Tauchbasis während der Saison. Genau. Das könnte hier ausprobiert werden, einfach auch mal so ein
schnuppern in unter kontrollierter Atmosphäre bzw. Bedingungen und natürlich auch, egal ob am Rudesee, Stechlinsee oder auch Tonsdorf, könnt ihr euch gerne melden und dann würden wir dort individuelle Termine machen. Wir haben zwei Geräte da zum Testen, zum Schnuppern und natürlich auch für entsprechende Weiterbildung. Ja. Zeitbaumtauchen? Ja, das ist auch eine Option, habe ich auch persönlich noch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber finde ich schon sehr interessant, weil ich schon von der Optik her was habe. Also sieht halt immer sehr schön aus. Bis dato habe ich mich aber auch an den Windjack noch nicht wirklich rangewagt, aber wäre echt mal eine Maßnahme. Also das würde ich wirklich schon gerne mal machen. Naja, Windjack würdest du ja heute mal probieren. Endlich Sideboundjack noch mal ein bisschen anders. Ja, jetzt könnt ihr sagen, komm in mein Alter, haben die ersten Rückenbeschwerden, dann wäre es vielleicht doch etwas leichter, dich zu überzeugen, mit dem Sideboundtauchen dort weiterzumachen. Kommt aus dem Höhlentauchen, aber man sieht heutzutage auch immer mehr an unseren Seen, also nicht unbedingt in Höhlen, Vorhöhlen, Leute, die sideboundmäßig unterwegs sind. Ist ein entspanntes Tauchen, man hat da eine Gewichtsverteilung. Ja. Deswegen macht es sich eigentlich auch gut, das wirklich mal auszuprobieren und zu sagen, ist das was für mich oder bleibe ich halt mit der Flasche auf dem Rücken, dem so wieder wegbaut. Das kann jeder ausprobieren und dann für sich entscheiden. Also wenn man es halt mal sieht, macht es schon Lust auf mehr, muss ich sagen. Das ist schon eine Geschichte. Gut. Dann ja, würde ich sagen, mehrwillig oder geräte tauchen heute? Freediving lassen wir mal weg, weil wir können jetzt auf, wir würden sehen, dass das heute nicht so lange klappt. Wir könnten es ja kombinieren, aber ich weiß nicht, wie komisch es aussieht. Nein, ich würde sagen, du machst dich mal bereit. Okay, ja, für eine kleine Session hier unter Wasser. Und ja, letztendlich, der Daniel hat es vorhin schon erwähnt, neben Einführungsgeschichten, Kindergeburtstagen, ja, da hatten wir schon einige. Wenn es um Mehrmedien geht bei Kindergeburtstagen, da wäre es schön, wenn ihr noch ein bisschen wartet, bis wir durch die Umgebungstemperatur auch wieder so 23, 24 Grad haben. Weil bei Mehrmedien ist wirklich nur die Flosse und das entsprechende Kostüm, da ist kein extra Kälteschutz möglich. Ja, anders als beim Daniel, mach langsam, keine Hektik. Du bist jetzt hier nicht an deiner Tastatur, musst Grafiken, ja? Schnell entwickeln, sondern Tauchen hat mit Ruhe zu tun. Ja, mehrmalig aufgrund Wassertemperatur vielleicht noch ein bisschen warten, aber erste Auskünfte oder Angebote könnt ihr euch dann natürlich gerne einholen. Ansonsten Kindergeburtstage in Form von Schnuppertauchen wäre natürlich auch jetzt möglich. Wir haben, wir können ja ruhig nochmal hintergehen. Schummeln wir uns mal den Daniel hier vorbei. Ah, also, das ist jetzt hier der Einbeinige, aber ich würde mal sagen, so ab 1,20 Meter Größe. Und zur Not haben wir auch die entsprechende Möglichkeit, da noch die 110er Größe ranzuholen. Ja, das wäre quasi das Neopren, wo wir dann auch die etwas kürzer gewachsenen. Der André spricht deine drei Computer am Arm an. Hat das noch was zu bedeuten? Ach, guck an. Ja, letztendlich auch die Testmöglichkeit. Ja? Okay. Also sowohl hier im Big Blue, um mal zu gucken, welche Ablesbarkeit unter Wasser da ist. Und zum anderen könnt ihr diese Sachen aber auch mieten für Tauchgänge auf unseren Tauchbasen oder ja, andere ausgewählte Gewässer, die ihr euch da, in die ihr euch versenken wollt und natürlich wieder auftaucht, um die dann wieder abzugeben. Oder auch zu sagen, okay, das ist jetzt mein Computer und was muss er noch dazu bezahlen? Ja. Danke für den Hinweis an die Regie. Gut, genauso natürlich Neopren und auch Kinderjackets, ja, 1,20 Meter, 1,15 Meter wäre kein Problem mit dem kindergerechten. Oh, Daniel hat sich, ja? Und vor allem so ein Anzug macht schlank, oder? Ja, okay. Ja. Gut. Dann lass dich mal kurz nochmal. Weil. Ja, hab ich schon mal was gesehen. Okay, du kriegst das Ding hier unten. Guck da rein, Stall ist eng. Nee, dann lass doch ein bisschen weitermachen. Genau, jetzt bist du wieder Luft. Ja.
So, nochmal Tarnierung, entsprechende Bleierste dabei. Schneiden haben wir gerade gemacht. Ja. Flasche hat aufgedreht, wunderbar. Sag mal. Ist offen. Ist offen? Ja. Was muss offen gewesen sein? Wasser war schön einfach. Weil wir müssen noch mal ein bisschen üben. Ja. Ja. So. Damit hier nicht rumbaumelt. Okay. So. Ja. Flasche ist voll. Luft und auf. Flossenmaske legt das Maschine. Jetzt ein bisschen nach links, weil sonst verschwindest du im Loch. Ja. Sehr schön. Und so schön. Kuschelig. Wenn wir weitere Fragen haben, ja, dann ruhig her damit. In der Zeit, wo Daniel jetzt hier noch sich anfloss, zittert jetzt vor Aufregung oder vor Kälte? Oder? So kalt ist es nicht? Nö. Falls ich warte, ist der erste Moment ein bisschen, aber. Ja. Das ist die Aufregung von meinem ersten Tauchgang. Ja. Aber das haben wir ja vorher auch geklärt. Genau. Möchtest du einen Computer hier mal mitnehmen? Ja, oh, mach ja. Ja. So. Ich muss dazu sagen, ein paar Worte zu dem Computer haben wir vorher schon gewechselt, wobei der relativ intuitiv ist, nicht relativ, der sehr intuitiv. Generell schaltet er sich selber in den Tauchmodus, fängt an, die Tauchzeit zu zählen, glaube über Nullzeit und entsprechende Deko-Stops brauchen wir uns hier keine Gedanken zu machen. Ja, so lange werden wir heute hier nicht sein. Bei 3,20 Meter. Oh. Ja. Mal gucken, ob der Computer dieselbe Wassertemperatur anzeigt. Ja. Das wird ein bisschen dauern. Okay. Bist du soweit bereit? Sieht ganz gut aus. Wollen wir heute noch einen Nachttauchgang imitieren? Oder? Ach, nicht. Also gut. Okay. Ja, in der Zeit, wo Daniel jetzt hier abtaucht und unser Kameramann vielleicht auch die eine oder andere Aufnahme von ihm im Wasser macht, noch der Hinweis, letztendlich könnt ihr euch Gerätetauchtermine unter www.bigblue-berlin.de raussuchen, entsprechend buchen. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch über die entsprechenden Medien, die so möglich sind. Ja, Telefon, E-Mail. Im Online-Shop haben wir mittlerweile auch einen Chat. Und dann könnt ihr natürlich auch dort eure Fragen noch entsprechend loswerden. Also ich glaube, mit dem Daniel werde ich nochmal unterhalten und mal sehen, ob es auf einen Auffrischungskurs oder einen Tarierungskurs hinausläuft. Ja. Ja, das erste Mal mit dem Wingler ging es schon nicht ohne, oder? Ich wollte schon gerade mein Telefon aus der Tasche packen und dich rausholen da wieder, aber ja, aber das ist trotzdem, ich denke mal, dass du auch das eine oder andere Kilo Blei zu viel hast. Ja, genau. Hast du da viel reingemacht, muss ich einfach nicht stehen. Genau, weil so viel Luft, wie du im Jacket hast, denke ich mal, da könnten durchaus 2-3 Kilo weniger würden dich entspannter durchs Wasser gleiten lassen. Und weil es jetzt immer umschwimmt, ne? Gewicht und Volumen, ne? Das wäre halt der physikalische. Ja. So. Gut. Aber wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat es gefallen, ne? Ansonsten war schon interessant, dich eigentlich wieder im Wasser zu sehen. Ja. Ich denke mal, ich beneide jetzt so einige Leute. Das kann durchaus sein. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, schreiben wir nachher nochmal rein, wo die Leute alle reservieren können, oder wenn ihr reservieren könnt, euren Big Blue Tauchgang. Und wenn ihr Fragen habt, dann fragt. Wenn du unter Wasser warst, habe ich das doch schon längst. Ach, hat er schon? Ja. Die Kommunikationseinheit Vollgesichtsmaske. Ja, zum Beispiel. Hättest du uns belauschen können, genau. Aber das war ja extra so beabsichtigt, ja, dass wir dich jetzt mal eine Weile nicht sehen. Okay, alles klar. Dann taucht zurück. Wir sehen uns gleich, wenn ich in Empfang. Ja. Ich denke mal, nächste Woche ist ja schon Ostern. Wir werden uns vor Ostern vielleicht nicht mehr sehen. Schöne Osterfeiertage. Ja, und immer gut Luft,
kommt ihr so ein Hoch und ansonsten auch gesund durchs Jahr.